Und die Izzy und ich spielen heute 100 Jahre lang Überleben in Brookhaven als Geister. Und wir sind hier schon geisterlich angezogen. Dann würde ich sagen, let's go! Okay, ich bin so verwirrt. Warum bin ich in der Kirche? Und warum stehe ich hier alleine vor meinem Sarg? Also, da steht mein Name drauf. Okay, merkwürdig. Ah, gut, manchmal hat man diese merkwürdig realistischen Träume. Also wird es wahrscheinlich einer von denen sein. Ich gehe wahrscheinlich einfach nach Hause. Irgendwie ist es meistens so, dass die sich von alleine auflösen. Meine Wohnung, meine Mann, Wohnung. Das wird so gruselig hier heute Nacht. Okay, da stelle ich mein Zelt auf. Hi. Hier kommt mein Schlafsack hin. Hi. Warte doch kurz, ich mache doch gerade hier mein... Warte mal. Warte. Ah, oh, Geist! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, was ist denn los? Hallo? Hallo? Lass mich los! Nein, was ist denn los? Was? Oh mein Gott. Warum gehst du denn jetzt zur Polizei? Was hast du? Es ist ja, du verhältst dich, als hättest du einen Geist gesehen. Was ist denn los? Ich nehme dich fest, ich nehme dich fest. Wie, du nimmst mich fest? Du kannst mich überhaupt nicht festnehmen. Da, aber die Zelle mit dir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Ich nehme mich selber fest. Was ist denn los mit dir? Ich bin nicht sicher. Oh mein Gott. Entspann dich doch mal. Oh, hier kommt sie nicht rein. Sie weiß nicht, wie man die Tür öffnet. Oh mein Gott, wieso kann ich denn die Knöpfe... Jetzt kann ich die Knöpfe benutzen. Nein, Geister können keine Knöpfe drücken. Das ist unfair. Oh, mit den Handschellen. Hä? Hallo? Nein. Wieso Geister können keine Knöpfe drücken? Ich bin doch kein Geist. Ich bin kein Geist. Hallo? Kein Geist. Kein Geist. Kein Geist, weit und breit. Geh doch endlich weg von mir. Ich bin kein Geist. Oh? Ich bin nicht ein Geist? Ich meine, es würde den Friedhof erklären. Ist hier irgendwo ein Spiegel bei der Polizei? Warte, hier hinten ist doch ein Raum. Monitor. Ich kurz gucken, ob das sich drin spiegelt. Tatsache. Ich bin weiß. Aber nicht normales Weiß, wie ich sonst weiß bin. Ich bin ein Geist. Wieso bin ich ein Geist? Okay, wieder ein anstrengender Tag als Geist. Guten Tag. Klar. Nehme ich mir mal hier so ein Hi. Oh, nicht schon wieder ein Kunde. Oh, warte kurz. Hallo. Mal wegstellen hier. Ich hätte gerne bitte einen Erdbeermilchshake und einen Kiwi-Milchshake. Habe ich dich erschreckt? Hast du einen Geist gesehen? Was? Nein. Wieso bist du denn so weiß? Das liegt daran, dass ich ein Geist bin, aber keine Sorge, ich bin friedlich. Was? Du bist ein Geist? Ich sehe Geister? Alles gut, mit dir ist nichts falsch. Ich bin einfach nur ein Geist. Das ist ganz normal. Nein, ich sehe Geister. Mit mir ist alles falsch. Da ist überhaupt nichts falsch. Wieso suchst du mich heim? Ich kenne dich doch gar nicht. Ich suche dich nicht heim. Alles gut. Alles, was ich möchte, ist ein Milchshake. Okay, hier, nimm so viele Milchshakes, wie du willst. Hier, oh, und ein Cookie, bitte. Nimm sie doch endlich. Hallo. Okay, von mir aus nimmst du auch ein Cookie, ist mir doch egal. Aber geh weg. Okay, danke schön. Kannst du mir jetzt noch meine Milchshakes geben? Ich hab dir doch gerade schon Milchshakes gegeben. Ja, aber ich hätte gerne noch Kiwi und Erdbeer. Ja, hier. Okay, danke schön. Für dich, bitteschön. Hat die Rezeptur geändert? Ich meine, ich war jetzt die letzten 10 Jahre oder sowas nicht mehr bei Starbucks, also seit ich halt ein Geist bin. Aber irgendwie schmecken die alle nach nichts. Das warum ist schmecken die alle nach nichts? Der Keks schmeckt auch nach nichts. Das ist ein Geist. Riech dran. Ich riech ja dran. Es riecht normal, okay, aber es schmeckt ich einfach jetzt komisch. Einen Donut, oh, kostenlos und dann darfst du gehen, okay? Okay, hey, das ist voll nett von dir, danke. Alright, bis dann, ciao. Ich schreibe dir eine gute Google-Review. Okay. Hä, die schmeckt auch nach nichts. Vielleicht schreibe ich doch eine schlechte. Hä? Das ist sau merkwürdig. Ich meine... Der nicht, das nicht. Oh mein Gott, das war mein Lieblings-Schokomilchshake. Warum schmeckt der nicht mehr nach irgendwas? Ich meine, ich schmecke ganz, ganz bisschen noch so eine Süße raus, aber nicht im Vergleich mit ganz normal früher. Was soll denn das? Oh, es war 10 Jahre hier auf dem blöden Planeten als Geist und schon schmecken einem die doofen Starbucks-Sachen nicht mehr. Am Anfang war das noch nicht. Irgendwie hat sich das schlechter entwickelt mit der Zeit. Ich frage mich, was als nächstes dran ist. Dann kann ich auch keine Pizza mehr essen oder was. Na super. Ich jetzt halt zum Zahnarzt, wenn meine Zähne wehtun, wegen dem blöden Starbucks-Zeug, was nach nichts schmeckt, aber scheinbar meine schönen Geisterzähne auflöst. Hallo? Ja, kleinen Moment. Ich bin hier gerade noch... hallo, guten Tag. Hi. Ich bin hier, um mir meine Zähne ziehen zu lassen. Oder so, keine Ahnung. Ja, schon normal, alles klar. Gut, dann kommen wir mit hier. Wir machen erstmal ein kleines Bild. Hier, stell dich mal hier hin. Okay, so, genau. Stell mich hier rein. Stell dich ja mal rein und dann musst du da drauf beißen, okay? Ich mach mal das Bild so. Okay, ich beiß drauf, Moment. Für dich. Los. Okay. Ach, die Strahlung bringt sie wahrscheinlich um. So, dann sind wir auch schon fertig, alles klar. Das Gerät einmal bitte wieder hochfahren. Okay. So, genau.
Alles klar. Gut, wieso, hä? Ich finde... Hm? Nee, warte mal. Das Bild, das ist ja... Nein, da muss ich nochmal am echten Computer gucken. Das Bild ist ja komplett durchsichtig. Ach so, ja, ey, ich bin ja ein Geist. Was? Ich bin Geist. Gespenst. Geist! Ja, Geist. Mensch, das haben wir hier öfter, alles klar. Ja, das ist gar kein Problem, wir behandeln dich trotzdem. Okay, ach, super. Hier hin. Okay, genau. Also meine Problematik ist, ich habe zu viel Starbucks-Milchshakes getrunken. Und, die sind alle, keine Ahnung, haben meine Zähne so ein bisschen zerfressen. Und ich habe es nicht gemerkt. Aber das ist doch gar kein Problem, du bist doch ein Geist, weißt du? Du merkst doch eh nichts mehr, alles klar? Bist du bereit? Warte, nicht mit dem Hammer, mit dem Hammer. Ah, ganz, ah, ja, ich hab Angst vor Zahnärzten. Bleib doch stehen, ich muss doch nur die Zähne ziehen. Aber warum denn mit dem Hammer? Kann ich vorher vielleicht eine Narkose kriegen oder so, bitte? Ja, natürlich. Ich geb dir mit dem Hammer eins auf den Kopf und dann... Nein, das finde ich mit dem auf den Kopf. Vielleicht einfach ganz normal, so Anästhesie. Vielleicht eine Spritze ins Zahnfleisch. Boah, bist du sicher? Das tut halt echt weh. Den Hammer bemerkst du gar nicht. Ich glaube, den bemerke ich schon. Oh, von mir aus, dann kriegst du halt nicht. Okay, weißt du, diese Luschen immer, die Spritze wollen. So, warte mal, eine war so eine ganz tödliche Krankheit und die andere ist die Betäubungsspritze. Welche nehme ich denn jetzt hier? Ah, ich kann mich da jetzt gar nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, ich nehme die grüne. Die grüne? Ah, nee, es war doch die blaue. Es war doch die blaue. Okay, dann war es doch die grüne. Ja, wir nehmen einfach die hier, okay? Und zack! Okay. Merkst du es noch? Mein Zahnfleisch? Dann müssen wir eine Minute warten. Aha. Sonst hau ich mit dem Hammer nochmal nach. Ah, okay. Ist schon besser? Alles klar, dann wollen wir mal die Zähne ziehen. Yeah! Okay, danke. Und da bekommst du natürlich dafür, dass du so brav warst. Hier noch ein kleines Kuscheltier. Gut gemacht. Du kannst ein Kuscheltier behalten, das brauche ich nicht. Alles klar, mach's gut. Aber die Rechnung zahlst du uns trotzdem. Tschüss. Ja, klar, sicher. Boah, ich weiß ja nicht. Ich glaube, zu dem Zahnarzt gehe ich nicht nochmal. Ich fühle mich irgendwie auch nicht so gut, aber... Ah, okay. Ist gut. Mein Zahn tut nicht mehr weh. Das ist alles, was zählt. Jetzt muss ich mich irgendwie nach einer Bleibe umgucken und dann habe ich das. Heute ist es soweit. 50 Jahre ist ein guter Tag, denke ich, um endlich hier Hausgeist zu werden. Ich habe mich schon lange drauf gefreut und ich denke, heute ist der Tag. Hallo! Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe im Internet gelesen und ich habe gehört, dass das ideale Alter für... Hände hoch! Was ein Geist? Was? Nein! Oh Gott, alles gut. Ich habe gelesen im Internet, das perfekte Alter, um Hausgeist zu werden, ist 50 Jahre. Ich bin heute 50 geworden, deswegen dachte ich, ich melde mich hier einfach mal bei der Agentur, ob sie eine passende Gute Familie für mich haben. Das hast du wirklich super gemacht. Hi, willkommen bei unserer Agentur. Hi. Ich war erst ein bisschen verwirrt, ob du wirklich ein Geist bist, aber offenbar ja schon. Okay, alles klar. Dann nimm dir mal hier so ein Stück Papier, ja? Darf ich dir das einmal in die Hand drücken? Ah, ja, klar, gern. Genau, das musst du uns einmal ausfüllen und dann gucken wir, zu welchem Haushalt du am besten passt. Okay, kein Problem. Warte, ich fülle das einmal kurz aus. So, bitteschön, hier sind meine Präferenzen. Oh, ich habe schon wieder Geister im Kopf. Was? Warte, zack, jetzt sind sie weg. Okay. Alles gut. Was sonst noch so los? Also hier ist dein Papier zurück. Ja. Ich habe alle Fragen beantwortet und... Ich mach kurz den PC ein hier. Okay. Dann habe ich die perfekte Familie für dich gefunden. Oh, okay. Wirklich? Ja, du musst zu Haus Nummer 20. Haus Nummer 20? Genau, in der Häuserstraße. Okay, in der Häuserstraße. Gut, dankeschön, tschüssi. Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo? Oh, hallo? Oh, da rennt jemand. Oh, die kann ich vielleicht erschrecken. Oh, vielleicht kann ich sie erschrecken. Ich meine, das ist das Einzige, was man als Hausgeist machen muss, oder? Okay, einfach an der Richtung und... Oh! Ah, oh mein Gott! Einbrecher! Einbrecher! Ich bin kein Einbrecher! Die Waffe, wo ist sie? Oh mein Gott, ich hab sie doch eigentlich immer dabei. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Bin ich im Haus voller Kriminellen? Ich gehe wieder rein. Ich schließe hier einfach zu. Ich kann hier nicht zuschließen. Die Tür klemmt! Die Tür klemmt! Nein! Oh nein, okay, dann fliege ich halt. Komm, raus aus meinem Haus, du Einbrecher! Kleiderschrank. Ich stehe an der Wand. Ich bin weiß, das erkennt keiner. Okay, dann wollen wir dich mal hier drin erstmal einsperren. So, irgendwo musst du ja sein. Oh mein Gott! Hä, was? Du bist doch gar kein normaler Einbrecher, oder? Was? Ich bin kein Einbrecher, ich bin ein Hausgeist. Du bist mein Hausgeist? Ja. Du bist wie ein Haustier, nur als Geist? Hast du dich nicht beworben bei der Adoptionsagentur für einen Hausgeist? Ah, doch, du bist endlich da, ja. Ah ja, ich werde hergeschickt.
Gut, dann hier ist mal ein Marshmallow. Ich will kein Marshmallow. Wer hat dir denn gesagt, dass Hausgeister Marshmallows essen? Geister essen weiße Sachen und der ist weiß. Jetzt nimm schon diesen Marshmallow. Ich wirklich wenig Interesse an dem Marshmallow. Jetzt nimm ihn schon. Das wird dir schon nicht schaden, weißt du? Okay. Ha! Das ist gar kein Marshmallow, das ist ein Popel! Okay. Oh, das wird so super, meine Hausgeister jeden Tag zu ärgern. Wie lang ist mein Vertrag? 50 Jahre? Bis ich 100 bin? Wir gucken uns eine Serie an über Katzen, okay? Honestly, ja. Das ist eine super Idee. Okay, weißt du was? Vielleicht ist doch gar nicht so schlimm die nächsten 50 Jahre. Ich freue mich schon. Yeah! Okay, wieso brauchst du eine Taschenlampe zum Serien gucken? Ja, damit du... Warte, hier, ich gebe dir das mal kurz. Bitte schön. Okay, das Mikrofon. Genau, nimm das mal. Wunderbar. Das ist die Lampe. Ich leuchte dich an und du singst jetzt Karaoke für uns, okay? Oh, okay, klar. Dann können wir ein bisschen zusammen Karaoke singen. Und, yeah. Und Katzenserien gucken. Genau. Bestes Hausgeistleben aller Zeiten. Die von der Agentur wüssten wirklich, was man will. Okay, heute ist der Tag gekommen. 50 Jahre sind rum. Ich bin jetzt 100 und ich glaube, du bist... Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Du bist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich kann nicht mehr richtig laufen langsam. Okay, für mich ist es vorbei, okay? Du musst jetzt gehen. Es war wirklich schön mit dir und es war mir eine Ehre, dein Hausgeist zu sein. Mach's gut. Vielleicht sehen wir uns ja als Geister wieder oder so. Okay, damit ist, glaube ich, mein... Oh Gott, jetzt hat die abgeschlossen. Oh Gott sei Dank, komme ich hier noch raus. Ich glaube, damit sind meine 100 Jahre hier als Geist in Roblox vorbei. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder ihr könnt auch gerne bei der hier schlafenden Easy vorbeischauen. Da kommen nämlich auch coole Roblox-Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bicycle. Tschüss. Bicycle. Bicycle.